Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Und ihr seht hier schon bei mir im Hintergrund, dass es heute um einige Redstone-Schaltungen gibt, die es in dieser, und so ist es auch tituliert, Redstone World gibt, die von The Stone 4 eingesendet worden ist. Folge 137, The Stone 4 sendet ein, die Redstone World, und schreibt darüber: In dieser Welt habe ich mir verschiedene Redstone-Techniken und Spielereien überlegt und verwirklicht, wie zum Beispiel zu einem Redstone-Hotel gehören würden, aber auch einigen anderen. Es ist nicht meine offizielle Testwelt, eher eine Teilprojektwelt, da viele kleine Teile eines großen Redstone-Projekts hier umgesetzt sind. In Ermangelung eines besseren Namens habe ich sie schlicht Redstone World genannt. Sie ist in ihrer derzeitigen Form aber nicht mit The Joecrafts aktueller Redstone World vergleichbar. Ja, also eine Art Redstone World Testwelt. Sehr schönes Deutsch, muss ich gerade mal sagen. Sehr schön formulierte Videobeschreibung. Ich könnte jetzt einen Arschlochsatz bringen wie, oh Arschloch, ich hab ein böses Wort gesagt. Dafür gibt es jetzt 1 Euro in die A-Kasse. Ich könnte jetzt einen bösen Satz sagen wie, das sind natürlich jetzt Welten zwischen der jetzigen Einsendung und der diesigen. Aber das tue ich nicht, obwohl ich es ja gerade getan habe. Also, liebe Leute, lasst uns mal erkunden gehen, was es hier für Schaltungen gibt. Ich bin tatsächlich sehr neugierig. Die Schaltungen sehen sehr appetitanregend aus. Und ich bin mal gespannt, ob hier mein Gelüst nach Redstone-Schaltungen gestillt wird. Wir sehen, zu jeder Schaltung scheint es auch eine kurze Beschreibung zu geben. Ein klassisches IMS-Lager aus dem Tutorial, mehr oder weniger gut designt. Ja, das ist klassisches IMS-Lager. Da brauche ich euch, glaube ich, nicht viel zu erzählen. IMS-Technik, aber mittlerweile nutze ich sie nicht mehr so gerne, da ich für mich persönlich IMS veraltert empfinde. Ich empfinde das neue CIMS als eine bessere Schaltung. Aber das kann ja jeder nutzen, wie er möchte. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein 3x3-Tor. Ist relativ klein, relativ kompakt. Und natürlich auch eine Schaltung. Ich glaube, die kommt mir sogar ein bisschen bekannt vor. Ist das die Schaltung, die ich auch im Redstone-Bunker verwendet habe? Nee, im Redstone-Bunker habe ich eine etwas kleinere Schaltung verwendet. Ich weiß nicht, ob er die selber gebaut hat oder ob er die abgebaut hat, aber ja, das funktioniert. Ist relativ schnell. Also es gibt schnellere 3x3-Türen, aber alles in allem muss ich nicht meckern. Das ist ein gutes 3x3. Eine gute 3x3-Tür. So, hier wird schon spannender. 3x3-Tor alt. Meine erste Versuch, ein Pistentor größer als 20 Zentimeter. Also hat er das vielleicht selber gebaut? Also wenn du das selber gebaut hast, touché. Es ist tatsächlich sehr viel Arbeit, eine 3x3-Tür so zu bauen. Das ist die alte Version. Hier muss man sogar eine Keycard vorweisen. Das ist natürlich sehr hübsch. Freut mich immer. Die Frage ist jetzt, wo ist die Initiator-Keycard? Die wird wahrscheinlich sich hier drunter befinden. Das ist sehr untypisch gemacht. Ach hier, es gibt 3 verschiedene. Owner-Keycard, Admin-Keycard, Besucher-Keycard. Okay, offenkundig scheint es so zu sein, dass... Was passiert, wenn ich irgendwas anderes hier einwerfe? Kriege ich das Item zurück? Ja, und sogar... Oh, das ist gut gemacht. Ich kriege das Item sogar über diesen Dropper zurück. Der ist mir... gegeben hat. Das ist eine etwas aufwendigere Schaltung, damit das möglich ist. Ah, so hat er das gelöst. Okay, das ist gut. Das ist raffiniert gelöst. Er hat es so gelöst. Das ist eine gute Schaltung. Also, schau mal. Wenn hier ein Dropper ist, dann, und da was reingeht, dann geht das ja automatisch in den also Hopper, und da geht was rein, dann geht das automatisch in den Trichter da drunter. Wenn jetzt hier ein anderer Dropper ist und dieser andere Dropper spuckt nun ein Item in diesen Dropper hier rein, dann geht das Item auch nicht hier raus, sondern hier runter. Aber wenn man den direkt mit Strom bepowert und das Signal sozusagen durch beide durchgeleitet wird, was ja auch funktioniert, dann spuckt er das aus. Ja, tatsächlich. Das heißt, dann geht das so schnell dadurch, dass das Item gar nicht die Gelegenheit hat, nach unten abzuweichen. Das ist raffiniert. Das ist sehr, sehr, sehr brillant. Und ich glaube, das könnte ich selbst auch mal verwenden. Das ist eine gute, gute, gute Idee, die mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Also jetzt, allein jetzt schon hat es sich gelohnt, sich diese Einsendung anzugucken, denn auch ich habe hier mal wieder etwas gelernt. Denn ich finde das super, dass dieses Ding auch gleichzeitig das Item ausgibt, wenn es falsch ist. Sozusagen wie so ein Keykartenleser, der das falsche Item ausspuckt. Jetzt werfen wir hier mal die Besucher-Keycard ein. Die Tür öffnet sich. Und wo kriege ich die jetzt wieder zurück? Ah, hier. Okay, über die klassische Weise aus dem Boden ausgespuckt. Okay, das hatte ich eigentlich erwartet, dass genau das gleiche da auch ist. Ich finde diese Bodenausspuckweise nicht so schön, weil das Item dann irgendwo hingeht, wo es gar nicht hin soll, während das Item sich so etwas besser positionieren lässt. Aber man kann über diese Art und Weise auch echt einen kleinen, guten Vending-Automaten bauen. Also eine Maschine, die Items umtauscht. Das ist...
Echt cool. Also man wirft hier was rein und es kommt dann oben wieder raus. Ja, das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Ich habe was gelernt. So, was haben wir denn hier? Diamant-Emerald-Wechsler. Das ist, kann man sich ja noch kleiner bauen, aber so funktioniert er auch. Emeralds, Diamanten. Okay, wie genau funktioniert der jetzt? Ich glaube, der funktioniert nach dem gleichen Prinzip, ne? Ja, der funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der andere. Das ist cool. Der funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Also, wenn ich mich nicht vertue, hat er quasi das, was ich sozusagen gerade gesagt habe, dass man damit auch guten kleinen Vending-Automaten bauen kann. Er hat Gedanken gelesen. Er hat die Gedanken von mir so gelesen, dass er genauestens wusste, dass ich das jetzt sagen werde, hier nachgebaut. Also wir haben hier dieses Ding. Da wirft man wahrscheinlich einen Diamanten rein und es sollte jetzt ein Emerald rauskommen. Oh mein Gott, krass. Okay, sehr gut. Die Frage ist, wie akkurat ist das System? Wenn ich da jetzt 10 Diamanten reinwerfe, erhalte ich auch 10 Emeralds. Ist ein bisschen langsam. Und funktioniert nicht. Nein, das war kein. Da hat es leider ein Problemchen gegeben. Es könnte sein, dass das Item irgendwo feststeckt. Ist gut im Bereich des Möglichen, dass das Item irgendwo durch einen Buttswitch oder sonstiges feststeckt. Schade. Schade, schade, schade. Ansonsten ist das eine coole Sache. Das wird natürlich andersherum auch funktionieren. Also, um es mal gesehen zu haben, wenn wir hier die Emeralds reinwerfen, wird er wahrscheinlich auch 1 zu 1 umtauschen können. Oder auch nicht. Da. Das hat jetzt geklappt. Während das. Okay, wir haben einen Diamant verloren. Okay, also, ja, das kann sein, dass das aber auch versionsbedingt eine Problematik ist. Zimmerschlüsseltechnik. Eine Verwaltungstechnik, die entweder einen Schlüssel für 4 Emeralds, 3 plus 2 gibt, oder einen Schlüssel wieder zurück und dafür den Pfand auswirft. Aktuell mit 8 Schlüsseln kann aber auch bis 27 Schlüssel erweitert werden. Ich habe dabei darauf geachtet, dass das User Interface möglichst klein bleibt. Bedeutet nur ein Dropper. Ja, auch. Also, wir sehen hier die Technik, die ja sozusagen. Das ist brillant. Ich finde diese Technik mit dem User Interface. Also, mein lieber The Stone 4, du hast mir in dieser Einsendung neue Welten erschlossen. Ich möchte mich leicht verbeugen und dir danken, dir mega danken für diese brillante Idee. Denn, um ehrlich zu sein, hat mich das am meisten immer gestört, ist die Tatsache User Interface. Ihr wisst, wie wichtig mir es ist, dass etwas leicht zu bedienen ist. Und diese Technik hier wird auf jeden Fall Verwendung in meiner Redstone World finden. Denn das ist es, Leute. Das machen wir kurz hier weg. Das hier ist das perfekte User Interface. Das ist das perfekte User Interface. Denn hier kann ich einfach meine drei Emeralds plus 1 Pfand hier einwerfen, um einen Zimmerschlüssel zu erhalten. Ich habe einen Zimmerschlüssel 3 erhalten. Ich werfe noch einen ein. Ups. Okay. Also, das User Interface ist perfekt. Die Technik dahinter könnte vielleicht noch verbessert werden. Ja, die Technik hat es eindeutig nötig, verbessert zu werden. Aha. So, das hat funktioniert. Wir geben den Zimmerschlüssel wieder zurück. Ich kriege einen Emerald Fund zurück. Okay. Also, die Technik muss noch verbessert werden dahinter. Ja. Ist das hier für Emeralds gedacht? Wozu? Du brauchst. Nein, 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 nein. Du brauchst. Nein, 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 nein. Das hätte man noch eleganter machen können. Bei aller Würde und Respekt, das hättest du eleganter machen können. Denn hier gehen am Ende mehr Emeralds rein als rausgehen. Deshalb musst du keine Emeralds aus dem Lager holen. Du kannst einfach sozusagen die Emeralds, die das System braucht. Ich hab bei der unnötig komplizierten Toilette euch gezeigt, wie man Pfandsystem baut.
wo die Emeralds sozusagen gespeichert werden. Das heißt, das System nimmt sich sozusagen die Fund Emeralds hier in Reserve und spuckt die dann wieder zurück aus und den Rest der Emeralds geht dann weiter in die Kiste. Deshalb brauchst du nicht noch Emeralds holen. Das Interface finde ich klasse. Das finde ich super klasse. Es ist super einfach zu bedienen. Keine komplizierte Sache. So, man weiß genau, man legt hier das ein, was man haben möchte und das Ding spuckt mir auch am Ende den Schlüssel aus. Große Klasse. Das ist nicht verwirrend. Das ist einfach, easy to use. Perfekt. Das ist für mich, Leute, das perfekte Interface. Ich glaube, so sollte das Video auch heißen, das perfekte Interface. Gucken wir mal ganz kurz, dass wir vielleicht beim Thumbnail das hier hinschreiben. So, das perfekte Interface. So, was haben wir hier Schönes? Ich versuche, möglichst klein, kompakt eine Technik zu entwickeln, die so lange Items in den Minecart gibt, bis entweder keine Items gibt. Okay. Ja. Davon gibt es viele Designs, aber ich halte nicht viel von diesen Designs, denn für mich reicht es auch, dass das Minecart losfährt, wenn ein paar Items drin sind, dann fährt das Minecart ein paar Mal hin und her. Ist das hier, das ist das Zimmerschlüssel-Kaufensystem, das ist wahrscheinlich auf Basis einer alten, ja, die alte Version dieses Systems, wir haben die neue Version gerade kennengelernt, was haben wir hier Schönes? Hier gibt es noch ein bisschen klassische Redstone-Schaltungen, was haben wir hier? Nachdem der Geheimgang 1 weiter rechts fertig war, wollte ich unbedingt das Ganze noch einmal mit einer Mini-Kondensator und nur Komparatoren versuchen. Also sozusagen das gleiche wie hier, nur hier. Mit der Tatsache, dass... Ah, das kenne ich. Die Schaltung kommt mir sehr bekannt vor aus Between Lands. Auch in dem Design. Hat er sich von Between Lands orientieren lassen? Ja oder nein? Up. Ah, okay, es dauert ein paar Sekunden. Oder geht das von... Ich glaube, das geht von alleine zu. Habe ich das richtig gesehen, dass diese Schaltung von alleine zugeht? Ich glaube, ja. Das heißt, die Treppe bleibt sozusagen für einen Moment auf und ja, geht von alleine zu. Eine kleine Spielerei. Spielereien sind immer gut. Der Hebel im Feuer betätigt, öffnet sich eine versteckte Kiste in der Treppe. Was? Was? Ah, da ist sie. Okay, ja gut. Ja, das ist relativ einfach, aber die tut's auch. Die Besonderheit ist die Tatsache, dass wenn die Treppe hier ist, sich da was öffnet. Okay, es ist nicht schlecht. Man kann damit natürlich sehr, sehr gut arbeiten. Hat natürlich auch somit die Möglichkeit, versteckte Treppen zu bauen und so. Ja, es ist relativ klassisch. Was haben wir noch Schönes? Wir haben ein paar Blöcke. Okay, das ist so klassische Anschlussblöcke. Und dann haben wir hier natürlich diesen Prototyp für sein Hotel, den er gebaut hat. Das ist quasi das Highlight sozusagen. Hier mit einem Keykartensystem für das Zimmer. Und die Zimmer sind auch technisch gar nicht mal so schlecht ausgestattet. Es gibt, wenn ich das so richtig sehe, ein Lichtsystem, das uns hier Licht anmacht im Zimmer. Glaube ich zumindestens. Das ist doch Schlüsselabgabe, ne? Gib den Schlüssel hier rein. Okay, von wo aus geht jetzt das Licht an? Ne, das Licht scheint sich nicht darüber zu aktivieren. Also muss es einen Knopf da... Ach so, da, den Knopf muss man drücken, um das Licht an und auszumachen. Okay, ja, das ist relativ klassisch. Okay, relativ einfaches Hotelzimmer. Ich freue mich schon, die Hotelzimmer in der Redstone World zu bauen. Die werden natürlich ein bisschen interessanter werden. Und ich versuche, die auch unterschiedlich zu bauen, wenn es mir gelingt. Und die sollen natürlich auch so einige technische Spielereien drauf haben. Fahrstühle mit Lava beleuchtet, okay, ist ein bisschen untypisch, aber gut. Heizt natürlich auch ein bisschen gut. Ja, also alles in allem habe ich tatsächlich heute was für mich mitnehmen können, und zwar diese Interface-Geschichte. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bedanke mich herzlich für eure genialen Ideen und Sharing is Caring. Wir lernen zusammen neue Dinge kennen und mit meiner Erfahrung, ich sage jetzt nicht Wissen, mit meiner Erfahrung kann ich vielleicht das ein bisschen noch verbessern und vielleicht gibt es dann auch nochmal ein Tutorial zu dieser Technik mit meiner Technik kombiniert, wird das bestimmt eine tolle Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Macht's gut, bis bald und ciao.